Ja, liebe Zuschauer von Friedenszeremonie, heute habe ich die Freude, mit Jürgen Broke von JBTV zu kommunizieren. Ich verfolge dich schon seit ein paar, ja, doch ein paar Jahre, seit du die Norwegen-Tour gemacht hast. Also kurz zusammengefasst, Jürgen ist reist viel umher, ist outdoor, geht viel in die Natur und hat eben einen eigenen YouTube-Kanal, JBTV. Und seit neuestem ist er eigentlich in einem Camper, weil er jetzt auch seine Wohnung aufgelöst hat. Ja, vielleicht ganz kurz zu dir. Wie kommt man dazu, so zu reisen und jetzt noch den Schritt zu machen, die Wohnung aufzulösen, ja, und jetzt ganz, ganz sich dem Abenteuerleben hinzugeben? Ja, ja, es war natürlich ein längerer Prozess bei mir. Ich habe über viele Jahre einfach für mich so gemerkt, dass sich meine Prioritäten sich verändern. Also ich habe irgendwie viel mehr wieder die Natur zu schätzen gelernt. Deswegen habe ich auch, ja, deswegen bin ich einfach immer mehr in die Natur gegangen in den letzten Jahren, mehr und mehr. Und da habe ich dann auch angefangen, halt Videos von zu machen. Und für mich ist das ja, ist schon so eine Art Reise wieder zu mir selbst. Also es ist schon so auch aus einer Krise raus entstanden, wo ich so meine Sinnfrage nochmal mir selber gestellt hatte, auch viele Probleme hatte, so mich selbst nochmal zu identifizieren, was will ich im Leben, was ist mir wirklich wichtig. Und in der Natur habe ich immer viele Antworten gefunden. Und dann habe ich halt gemerkt, dass überhaupt so dieses Leben an sich für mich in der Natur oder dieses Unterwegssein auch für mich, das entspricht dem Leben irgendwie natürlicher. Also dieses Unterwegssein, immer wieder neuen Herausforderungen zu begegnen, neuen Eindrücken, das macht es immer wieder frisch. Und auch so alles einfach mal loszulassen, so dass ich wieder die Freiheit habe, auch nochmal ganz mich immer wieder neu zu entscheiden, wo will ich wirklich hin, was will ich erleben, auch frei zu sein für Neues, für neue Möglichkeiten. Das ist für mich so eine Qualität geworden, wo ich irgendwie gemerkt habe, das möchte ich noch viel intensiver wieder erkennen. Und ich sage auch bewusst wieder, weil ich erinnere mich irgendwie an so ein Gefühl aus meiner Kindheit, wo ich da eigentlich noch so war, wo das natürlich war, dass ich einfach irgendwie das Leben staunend entdeckt habe. Ja. Und da war ja auch nicht der Plan, ich muss das und das werden, ich muss jetzt hier, meine Wohnung muss ich jetzt sichern, ich muss irgendwo Sicherheit finden. Das hatte ich natürlich als Kind in gewisser Weise, Gott sei Dank. Aber trotzdem, dieses Gefühl einfach, dieses staunende sich auf das Leben einlassen, das ist sowas, was ich irgendwie als wahnsinnig schön empfinde und wo ich so merke, das hat sich so ein bisschen überdeckt im Laufe meines Lebens, aufgrund der ganzen Programmierung unserer ganzen Gesellschaft, weil wir ja eher nicht so leben. Und genau, das schaufel ich so Stück für Stück wieder frei. Das ist wunderschön. Du schreibst es ja auch bei deiner Kanalinfo eben wirklich im Hier und Jetzt, wirklich offen für das Abenteuer. Und das stimmt, wenn ich mich selbst zurückerinnere, eben wirklich diese Freiheit. Man weiß noch gar nicht, was kommt, was einem in den nächsten paar Stunden oder Tage erwartet. Ja, und ich glaube, das hängt auch ganz, ganz viel zusammen mit dem Thema Frieden, weil das ist meine nächste Frage. Was ist für dich Friede? Was bedeutet für dich das Wort Friede? Ja, also es ist ein großes Wort natürlich. Und ich kann das nur für mich selber beantworten, ne? Also jetzt über Frieden, wie man es allgemein definiert, das kann man sogar bei Wikipedia nachlesen. Ich habe es nämlich heute Morgen mal gemacht, weil ich es irgendwie spannend fand, was ich was schreibt. Und so, was ist denn das Offizielle? Da steht halt sowas wie: Frieden ist nach heutigem Sprachgebrauch der allgemeine Zustand zwischen Menschen, sozialen Gruppen oder Staaten, in dem bestehende Konflikte in rechtlich festgelegten Normen ohne Gewalt ausgetragen werden. Ja, schon mal so ein Satz, ne? Was das aber im Einzelnen für jeden bedeutet, das ist total individuell, habe ich für mich auch immer wieder gemerkt. Und deswegen kann ich das auch nur wirklich für mich selber beantworten. Ich habe halt für mich gelernt, dass ich meinen eigenen Frieden finden möchte im Leben. Das ist für mich so ein Sinn des Lebens. Und der ist irgendwie, den kann ich gar nicht im Außen finden. Also den kann mir keiner geben von außen, den kann ich auch nicht durch irgendwelche Moral oder durch irgendwelche Programme oder Konzepte lernen. Da gibt es natürlich eine Orientierung, klar, aber letztendlich muss ich den für mich selber finden. Und wenn ich mit mir selbst wirklich in Frieden bin,
ganzen Frieden. Also das heißt, dass ich wirklich akzeptiere, dass das, was gerade dran ist, im Hier und Jetzt, ist, dass gelebt werden will und dass ich damit umgehen muss, wie auch immer sich das gestaltet. Das kann total schwierig sein, das kann aber auch total schön sein. Mhm. Wichtig ist aber für mich einfach zu sagen, das, was jetzt gerade da ist und was mich hier herausfordert, das ist, damit muss ich jetzt klarkommen. Und wenn ich damit im Frieden bin, dann habe ich so einen größeren Frieden. Ja? Mhm. Also einen größeren Frieden, der irgendwie auch die Schwierigkeiten einschließt, die Akzeptanz irgendwie damit umzugehen. Und aus so einer Haltung heraus kann ich auch mit einem Menschen immer in Frieden zusammenkommen oder denen begegnen, weil ich dann von keinem was brauche. Ja? Also ich in dem Moment weiß ich, dass ich selber die Verantwortung habe, mit dem, was gerade da ist, umzugehen, also mit meinen Gefühlen vor allen Dingen ja auch, mit den Ängsten, die zum Beispiel bei mir auftauchen, bei Herausforderungen. Mhm. Und anstatt jetzt gegen das Außen zu kämpfen, also irgendwie dagegen zu kämpfen, dass die Angst weggeht, ne, zum Beispiel gegen jemanden, der mich irgendwie herausfordert, gegen den zu kämpfen und den irgendwie versuchen wegzumachen, klein zu machen, umzustimmen oder abzuwehren, kann ich eine andere Form wählen, nämlich für mich einfach erstmal akzeptieren, der ist jetzt da, es gibt hier eine Herausforderung und das triggert in mir irgendwelche Gefühle, also ich bleibe bei mir und aus dieser Position heraus gibt es so einen übergreifenden Frieden, der einfach so schwer zu beschreiben, einfach so, dass so ein großes Ganzes für mich darstellt. Mhm. Also so eine höhere Akzeptanz. Mhm. Wo ich selber mich zu hin öffnen muss, sozusagen. Das ist irgendwie meine eigene Aufgabe, so sehe ich das, meine Verantwortung, mir selbst und damit auch der Welt dann in einer gewissen Friedlichkeit entgegenzutreten. Genau. Du bringst es schön auf den Punkt, wenn man den inneren Frieden hat, dann kann man mit der Welt im Außen auch anders kommunizieren, weil man sie auch anders wahrnimmt und anders sieht. Ja. Hast du den Menschen einen Tipp, wie du daher also eine Herangehensweise hast? Also wenn jetzt du in einem Moment bist, wo du zum Beispiel eben vor etwas Angst hast oder herausgefordert wirst, was machst du da, dass du im Frieden bleibst oder wieder in den Frieden kommst? Ja, also es ist ein Weg auf jeden Fall. Also ich bin auch nicht irgendwie... Ich glaube nicht, dass man auch jemals ankommen kann. Also für mich habe ich nicht den Anspruch, dass ich immer in Frieden sein muss oder kann. Das wäre auch schon wieder so ein Zwang oder so ein Konzept, der es eher schwierig machen würde. Da unterdrückt man ja dann die Gefühle wieder, oder? Genau, also der erste Schritt ist einfach, das als Weg zu sehen. Das ist für mich immer hilfreich. Das habe ich in den letzten Jahren auch mehr und mehr für mich wirklich erkannt und so kultiviert. Also auch mit mir gnädig zu sein, wenn ich merke irgendwie, boah, ich bin gerade gar nicht im Frieden oder ich kämpfe oder was auch immer. Also da immer wieder... ich habe immer so ein schönes Bild mal bekommen, irgendwie durch eine Meditation, wie so eine Mutter ihr kleines Kind so tröstet, ne, und hält, auch wenn es schreit und wild ist. So, das finde ich immer so ein schönes Bild. So kann ich auch immer mit mir selber umgehen, selbst wenn ich irgendwie gerade im Konflikt mit mir selber bin. Mhm. Also das als Weg zu sehen immer und immer wieder sehr viel Geduld mit mir selber zu haben, das ist so etwas, was mir viel geholfen hat. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Und und dann nicht irgendwie, wie gesagt, das nicht als Ideal zu sehen, was ich erreichen muss oder was ich jetzt so schnell wie möglich umsetzen muss, sondern wirklich da immer wieder Schritt für Schritt einfach mich als Orientierung, das als Orientierung zu sehen und Schritt für Schritt weiterzugehen. Das ist ein Tipp. Und natürlich die Natur. Genau. Genau, auf die wollte ich nämlich zu sprechen kommen. Du machst wirklich wunderschöne Videos. Ich habe sie auch schon mal geschrieben. Wirklich authentisch, spontan, mit Freude. Man spürt wirklich, du hast eine Freude dabei. Sie sind wirklich gut geschnitten. Also du hast wirklich auch das Feeling dazu, das rüberzugeben, was du rüber transportieren willst. Ja, was bedeutet für dich die Natur? Ja. Also der Natur, da kann ich mich gut daran erinnern, finde ich für mich, was Frieden ist, oder da komme ich irgendwie automatisch in Frieden. Mhm. Auch wenn die Natur jetzt nicht immer friedlich ist, oberflächlich gesehen, da gibt es natürlich auch sehr viel Kampf, also sehr viel Fressen und Gefressen werden zum Beispiel. Mhm. Oder auch sehr viel Gewalt, Gewetter alleine, wenn man solche Sachen oberflächlich von außen betrachtet, ist da ja jetzt nicht immer alles friedlich, wo irgendwie alle quasi so in diesem Bild von alles ist total schön und niemand hat irgendwie Herausforderungen oder sowas, wenn man das an dem Bild sehen würde. Aber es ist alles echt und es ist alles
spielt alles miteinander. Das finde ich so faszinierend. Wenn ich in der Natur bin, dann sehe ich einfach, dass alles, was dort lebt, von selbst irgendwie aus sich heraus lebt, dass die Blumen blühen, ohne sich da irgendwie Gedanken drüber zu machen, wo muss ich hinblühen oder sowas, ja. Oder ein Vogel, der sitzt, denkt auch nicht, oh scheiße, falscher Ast, ich brauche unbedingt den Ast von gestern, wo ich saß oder sowas, ja. Also da ist all diese menschlichen geistigen Verhaftungen, die wir so als Menschen mithaben, nämlich irgendwie festhalten oder irgendwie sichern oder halt irgendwie das für meins erklären, ne? Das gehört jetzt mir, das ist mein Baum, geh weg da, das sagt natürlich kein Vogel. Da gibt es natürlich auch so Territorien und so weiter, aber das hat halt alles seinen Sinn. Das ist nicht so aus dem Ego heraus, sondern das ist so ganz natürlich. Also es geschieht einfach in Form des Zusammenspiels. Und das hat so einen Frieden, finde ich. Den kann man jetzt gar nicht beschreiben. Der ist irgendwie da, der ist ja da. Also das wird wahrscheinlich jeder bestätigen, wenn man wirklich in die Natur geht. Alleine ist vor allen Dingen auch für mich immer da ein schönes Setting, weil ich dann einfach wirklich nicht abgelenkt werde. Ne? Ist auch schön, mit anderen Menschen natürlich zusammen was zu machen, aber wenn ich alleine bin, dann kann ich halt wirklich in die Stille gehen, also wirklich quasi meine Gedanken loslassen, muss jetzt nicht über irgendwelche Themen sprechen, sondern kann mich wirklich der Natur hingeben und dann fühle ich das, diesen Frieden, der schon da ist, der immer da ist. Und ich bin ja selber auch die Natur. Das ist etwas ganz Wesentliches, wo ich mich daran erinnern kann. Ich bin ja nicht, es ist ja nicht nur, dass ich verbunden bin mit der Natur, das habe ich früher immer gern gesagt, wir sind ja verbunden mit der Natur. Es ist ja viel mehr, wir sind die Natur. Da ist gar keine Trennung. Also in uns ist die Natur genauso, wie wir sie draußen auch begegnen, wie wir ihr draußen begegnen. Und in diesem Bewusstsein oder in diesem Gefühl, in dieser Präsenz irgendwie das wahrzunehmen, das finde ich unglaublich heilend auch. Und da so eine Erinnerung für mich auch an meine wahre Natur, also an das, was ich wirklich bin. Es gibt ja ganzen Konzepte, die das versuchen irgendwie zu beschreiben. Ja, das kann ich selbst bestätigen. Also ich gehe auch sehr gerne in die Natur. Deshalb habe ich auch deinen Kanal gefunden. Es ist auch natürlich eben, wenn man in der Natur ist, man merkt eben auch, wie klein dann vielleicht eben diese Themen sind, die man mit sich rumträgt, wenn man sich für das große Ganze öffnet, oder? Absolut, genau. Genau, das erfahre ich auch ganz oft, dass dann einfach auch so oft Gedankengänge, die ganze Zeit liefen, wie kann ich das lösen, wie erkläre ich das oder wie mache ich das, dass plötzlich verstummt das so langsam und dann irgendwie in dieser Ehrfurcht vor diesem großen Ganzen ist das plötzlich unwichtig oder unwichtiger und ich merke irgendwie, wow, irgendwie das Leben weiß doch, wie es lebt, ne? Also wie es geht und lebt sich sozusagen von selber. Das ist dann für mich immer wieder so ein Gefühl von, ich kann mich eigentlich viel mehr hingeben irgendwie, ich kann viel mehr vertrauen. Muss auch nicht alles selber sofort irgendwie lösen oder zumindest nicht in Konzepten sofort lösen, sondern da ist irgendwas Größeres, was schon weiß, wie es funktioniert. Genau. Und da kommst du dann natürlich auch wieder in das Kindliche zurück, das mit offenen Augen die Natur entdeckt, das alles wahrnimmt, das Rascheln, der Wind, was alles da ist. Kannst du Menschen, die vielleicht jetzt so in der Stadt leben oder vielleicht nicht so großen Bezug zur Natur haben, ein paar Tipps geben, wenn sie mal das nächste Mal einen Spaziergang durch den Wald machen oder so? Ja, wie sie vorgehen sollen? Also ich habe ja selber lange in der Stadt gewohnt, das Witzige ist tatsächlich. Aber mit Dachterrasse. Jetzt zum ersten Mal irgendwie ohne Wohnung in der Stadt. Und was ich im Prinzip ja auch schon gesagt hatte, was ich auf jeden Fall günstig für mich empfand, ist, alleine in die Natur zu gehen. Also gerade wenn man alleine spazieren geht, einfach mal irgendwo auch in einem Stück, wo man jetzt nicht so viele andere Leute begegnet, also nicht unbedingt sonntagnachmittags irgendwie im Stadtwald, sondern wirklich mal in eine Ecke rausfährt, vielleicht auch in der Woche, wenn es geht, wo halt weniger los ist. Das sind gute Bedingungen, um mit der Natur selber schön in Kontakt zu kommen und auch mit sich selber dann in Kontakt zu kommen, was ja auch die Natur ist. Also das, genau, mit der eigenen Natur. Genau. Also möglichst wenig Ablenkung, wirklich nur da sein mit der Natur, ohne irgendwelche zivilisatorischen Ablenkungen, nur mit der echten, lebenden Natur. Und auch sich Zeit nehmen, nicht schnell gehen, kein Ziel, sondern auch mal irgendwo hinsetzen, auch mal vielleicht einfach in den Wald reingehen. Wenn es jetzt nicht ein Naturschutzgebiet ist, oder so, dann ist das auch durchaus erlaubt. Man kann auch einfach mal in den Wald reingehen, den Weg verlassen, sich dann einfach irgendwo hinsetzen auf den Baumsturm und dann einfach mal schauen, was passiert. Tja, da kann ich sagen, da öffnet sich der Vorhang.
die Bühne der Natur. Also das ist ja, das ist ganz, ganz ein schöner Lichtblick. Ja, hast du sonst noch was, was du in diesem kurzen Interview den Menschen weitergeben möchtest? Ja, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit Ratschlägen geben. Ich habe auch für mich so ein bisschen gemerkt, wenn, also wenn man oder von dir noch fragt, was erzählen, dann gebe ich immer gerne Antworten, aber ich habe auch für mich gemerkt, dass es einfach so, wie, das kommt von innen heraus, so eine Entwicklung. Ja? Das heißt, jeder muss sich für sich selber so lauschen, was ist, was, welche Antworten kommen aus mir heraus. Ja? Also deswegen, eigentlich habe ich alles gesagt. Damit fängt es an und dann alles weitere geschieht. In dem ganz Moment, genau, wo ich mich dem Leben so ein bisschen hingebe, wo ich in die Natur selber gehe, passiert irgendwas. Mhm. Und was dann passiert, das ist jetzt total individuell. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Schritte, also sich selbst auch zu vertrauen, dass in einem die Antworten schon vorhanden sind, die man eigentlich vielleicht viel zu oft im Außen sucht, egal wo, ob in Büchern, Videos, Interviews, wo auch immer. Genau. Sag mal, das, vielleicht ist das noch ein guter Abschlusstipp, wirklich zu sagen, ja, erlaub dir mal Zeit für dich selbst zu nehmen und vertrau mal darauf, dass aus dir selbst heraus eigentlich schon genau die Antworten kommen, die für dich wichtig sind. Weil wir sind ja alle einzigartig. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, das sage ich auch mal ganz gerne. Ist mir auch so klar geworden, wir Menschen sind ja alle einzigartig in Erscheinung, wie wir hier sind. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Ne? Das heißt, kein Mensch kann dir jemals sagen, was genau für dich richtig ist, außer du selber. Ist klar, wir haben so an Gruppen, wir können uns orientieren an gemeinsamen Meinungen, aber letztendlich ist das, was wir für richtig erklären, wie wir uns für richtig empfinden, etwas, was nur wir selber zur Blüte bringen können, ne? Weil wir wirklich kein anderer genauso ist wie wir. Deswegen kann es das natürlich auch keiner in der Vollständigkeit sagen. Insofern ist das, ja, vielleicht ist das nochmal so eine Erinnerung. Erlaubt ja ruhig auch auf dich selbst zu hören, in dich selbst reinzulauschen und deine einzigartige Schönheit einfach auch in die Welt zu bringen und die Antworten auch drin zu suchen. Ja, das ist ein wunderbarer Abschluss und es führt ja auch wieder zurück zur Natur und zur menschlichen Natur, weil wenn du weißt, dass alles in dir vorhanden ist, brauchst du nur eben die Zeit und die Ruhe, das zu finden. Und wo kannst du das am besten? Aus irgendwo in einem unberührten Stück Natur. Genau. Ja, lieber Jürgen, so danke ich dir ganz herzlich für dieses kurze Interview und ich danke dir auch ganz, ganz herzlich für diese tolle Arbeit, die du machst, diese Herzensarbeit und diese Videos, wo du uns teilhaben lässt an deinen Abenteuern, an deinen Entdeckungen, an den schönen Plätzen, die du uns zeigst. Ja, und ich wünsche vielen, dass sie sich auf Entdeckungstour begeben. Ich danke dir von ganzem Herzen und ja, vielleicht bis bald irgendwo. Ja, prima. Vielen, vielen lieben Dank auch an dich und an euch für euer Projekt und dass ich dabei sein durfte. Richtig schöne Sache. Freue ich mich auch einfach über solche tollen Energien, die ihr in die Welt bringt. Viel Erfolg damit und genau, vielleicht sehen wir uns ja mal in echt irgendwo. Würde mich freuen. Genau, genau. Okay. Prima. Tschüss. Ja, tschüss.